So, da sind wir wieder. Ich könnte jetzt die Anlage einfach mit World Edit nach oben schieben, ne? Müsste eigentlich funktionieren. Das plus, das plus, okay. So, die Frage ist, wie weit nach oben wollen wir? Wo ist der? Die Anlage ist 3 hoch. Eine Ebene würde ich auf jeden Fall schon Platz lassen, wie den Rohren mindestens. Dann nochmal einen Platz. Ich würde einfach mal sagen, 3 Platz. Das heißt, das hier, die Ebene und die Ebene. Das heißt, ich muss hier meine 1 setzen. So. Geht 3 hoch und darüber 3 Platz. Das sieht gut aus. Aber vier Steine gewonnen. Easy. Wichtig ist, wenn ihr mit World Edit arbeitet, World Edit richtet immer nach plus plus aus. Das heißt, angenommen, ihr habt jetzt hier die 1 gesetzt und da hinten die 2 und speichert das Ding. Dadurch, dass da die Plusrichtung ist, ne, man sieht hier oben plus z und das die Plusrichtung ist, plus x, ist trotzdem immer dort hinten die 1. Deswegen, ich persönlich habe es mir angewöhnt, wenn ich Sachen speichern möchte, dann richte ich meine Punkte schon direkt danach aus, dass das Ding quasi bei der Südwestseite hängt und das Ding bei der Nordostseite. Ansonsten, genau, das heißt, wenn ihr das Ding so speichert und beachtet, dass die 1 immer unten ist und die 2 immer oben, weil auch hier musst du mal in die Plusrichtung gucken, plus z. Das heißt, dass die 1 muss bei dem niedrigsten XYZ-Wert sein und die 2 muss bei dem höchsten XYZ-Wert sein. Deswegen immer die 1, ne, Südwest unten und die 2 Nordwest oben. Wenn ihr das so speichert und es dann auch irgendwo lädt, wird es genauso wiederhergestellt. Wenn ihr jetzt die 1 hier hinpackt und dann auch hier lädt, wird das Ding nicht mehr so wiederhergestellt, wie es jetzt wäre, sondern wird hier in die Wand reingebaut. Ansonsten, wenn ihr keine Ahnung habt, was abgeht und es vergessen habt oder sowieso was, habe ich mir angewöhnt, zusätzlich noch zu gucken, dass wenn ich die 1 platziere, ich nicht direkt sage, laden, weil jetzt würde ich erst ohne Rückfrage einfach hin platzieren, sondern ich sage erstmal allocate. Damit wird nämlich der Platz markiert, wo das Ding hinkommt. Und jetzt sehe ich, aha, das ist richtig. Es ist genau der Bereich markiert, wie ich mir das vorstelle. Und dadurch, dass das jetzt korrekt ist, kann ich jetzt sagen, okay, mach es. Man kann natürlich auch vorher nochmal sicher gehen, wenn irgendwelche Sachen da drin sind, kann man nochmal sagen, okay, nachdem der Bereich markiert ist, wo es hin soll, kann man das nochmal mit Luft überschreiben. Und dann kann man es laden. Voilà. Also, wie gesagt, wichtig ist immer die 1 bei der niedrigsten XYZ-Koordinate, 2 bei der höchsten. Einfach immer gucken. Wie gesagt, also zum einen halt unten ist halt einfach. Und bei den Himmelsrichtungen einfach mal gucken, dass bei beiden Sachen immer ein Plus ist. Plus x, plus z. Wenn das der Fall ist, habt ihr alles richtig gemacht. Dann speichern und dort, wo es hin soll, das gleiche. Immer gucken, dass es richtig steht. Dann die 1 setzen. Dann erst mit Allocate markieren. Dann mit Luft überschreiben. ZR. Und erst dann laden. Ansonsten habt ihr immer Risiko, dass irgendwo was dann schief läuft und keine Ahnung was. Ich meine, gibt es auch so Risiko? I don't know. Aber so fahre ich aktuell eigentlich immer relativ sicher. Weil, wie gesagt, World Edit
hat kein zuverlässiges Zurücksetzen. Ne? Man könnte jetzt, ich glaube, also es gibt so einen Undo-Befehl, aber ne, jetzt Beispiel jetzt hier, angenommen, man hätte jetzt hier unten eine Wiese mit Blumen drauf, dann könnte man zwar mit dem Wiederhersch, also mit dem Undo, also, wie ist das? Egal, könnte man zwar das, dass es hier eingefügt wurde, zurücksetzen, aber wenn es jetzt heute Wasser runterläuft und dann hier Blumen zerstört, sind das ja Folgeschäden und die können nicht wiederhergestellt werden. Deswegen, also es gibt keine hundertprozentig zuverlässige Methode, alle Fehler zu beseitigen. Deswegen immer drauf aufpassen bei World Edit, dass man erst gar keine Fehler macht. Denn, wie gesagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. So. Jetzt können wir nämlich hier drunter... Eigentlich können die alle einfach so schwimmen, ne? Nee. Spaß. So, hier kommt die 1, ist richtig. 2. Machen wir einfach Blöcke rein. Bam. Voila. Schon sieht es von oben nochmal etwas besser aus. Ich bin gerade sogar am Überlegen, ob es nicht optisch besser wäre, wenn man hier so kommt, dass das da hinten ist. Wäre optisch schon schöner, ne? Ja, auf jeden Fall. Na gut, ich muss doch nochmal alles neu bauen. Ja, moin. Gut. Ach, leck mich. So, das heißt, jetzt wissen wir das zumindest schon mal, wie es aussieht. Und das ist halt einer der Gründe, weswegen ich solche Sachen gerne ungern im Let's Play mit aufnehme. Oder darüber halt Videos mache. Weil, ne? Meistens endet es genau so bei solchen Bauprojekten. Ich meine, das ist ja noch klein. Wenn ich mal bedenke, wie lange ich hier an dem Ding gesessen habe. Oder, ne? Das hier ist ja auch über die Zeit gewachsen. Und wenn ich dann halt solche Bauprojekte habe, da habe ich es halt häufig, dass ich mich dann umentscheide und dann doch nochmal alles abreiße und dann doch nochmal neu baue und sowas alles. Und das ist halt immer so für Videos machen halt immer ein bisschen blöd. Aber gut, ich wurde öfters mal darum gebeten, das auch als Video festzuhalten. Von daher ist das jetzt hier ein etwas kleineres Projekt. Da kann man ja mal testen, wie es so ankommt bei euch. Ob ihr sowas öfter sehen wollt oder so. Wenn ja, können wir es einrichten, dass ich das öfters mal aufnehme, wenn ich hier Bauprojekte mache. Problem ist halt natürlich auch für mich persönlich, wenn ich einfach so privat irgendwas baue, dann kann ich einfach drauf losbauen, let's go. Hier muss ich erstmal ein Mikrofon vorbereiten, Kopfhörer, damit ich, ne, so, damit keine automatische Rückkopplung ist, muss ich mich meine kurzen Haare bürsten. Ist natürlich auch immer noch ein bisschen extra Arbeit für mich. Ich kann ja hier nicht kommen wie so ein Straßenpenner. So, haben wir das schon mal. Das Ding hier war falsch, da kommt Nordbürger rein. So, das müssen wir leider erstmal hier. Sorry. Die können wir nicht einsammeln. Von daher. Hey. Oh. Hey. Jetzt fühle ich mich verarscht. Ist doch bekloppt hier. Das ist übrigens auch was sehr Geiles. Habt ihr gerade doch gesehen. Machen wir hier. Das Witzige ist nämlich, ich dachte früher, dass die Pipes so gebaut sind, dass die Pipes die Objekte steuern. Das heißt, wenn man jetzt hier so ein Ding hat und es hier ein Item durchgeht, dass die Pipe das Item halt durchführen lässt. Sprich also, wenn du halt ein Objekt hast, was hier lang geht und dann das Rohr abbaust, ist das, ne, wird das Objekt halt nicht mehr von dem Rohr gesteuert und dementsprechend ploppt es einfach als Objekt. Ist aber gar nicht so. Sondern die Objekte bewegen sich von sich aus und gucken einfach nur, wo die nächste kompatible Pipe ist. Also die nächste Pipe, die mich akzeptiert. Was den Vorteil hat, dass wenn das Ding hier lang geht
Und du dann dieses Ding hier abbaust, das Objekt trotzdem noch sieht, okay, da wo ich lang möchte, was denn die Pipe wäre, ist immer noch da und akzeptiert mich auch immer noch, also kann ich immer noch da lang gehen. Deswegen hast du halt, wenn du halt ein Item irgendwo hinwirfst und der jetzt hier abbaust, geht's halt immer noch weiter. Und das ist schon sehr interessant. Du musst also wirklich abbauen, noch bevor es da lang geht, damit es zurückbleibt. Und dementsprechend hast du auch, wenn du es hier abbaust, obwohl da das noch das Rohr ist, wird es jetzt dann gedroppt. Also, ja, ist schon teilweise sehr interessant, sag ich mal. So, jetzt brauchen wir nochmal Wasser und Lava. So, dann nehmen wir mal eine Wasserquelle und eine interessante Sache. Spaß. Ich meine, gut, es ist weit genug weg vom Spawn, aber... So. Wo waren diese Einstellbare? Da. Platzieren wir nämlich erstmal die. So, dann fließt das Wasser nicht gleich überall lang. So, hier kommst du erstmal hin. Ist schon wieder dunkel. Ach man, Nacktkolben. Oder die ist einfach nur. Nee, ist einfach nur gerade bewölkt. Lol. So. Was das? Haben wir. Das? Hä? Leute, diese Namen mache ich mich gaga. So. Easy. So. Ja, dann kann der Rest hier eigentlich wieder auch wieder weg. So, dann patchen wir mal die Löcher hier. Hey, danke. So, hier brauchten wir jetzt die Schleifmaschine dem gegenüber, genau. Dann können wir hier schon mal Löcher machen. Und dann müssen wir später gucken, wo die Löcher lang gehen. Können eigentlich direkt nach hinten raus. So, davor kommst du nämlich du. Ich wollte jetzt richtig rum. Ja, genau, doch, da ist der Weg, ja. So, dann kommt ihr nämlich da hinten hin. Verdammt. So. Hoffentlich bringt das genug Energie. Aber ich hoffe mal schon für diese zwei kleinen Anlagdingerlein. Dass das genug Power bringt. So, hier hinten kommt es dann irgendwie raus. Ungefähr so. So, können wir hier schon mal das Kabel verlegen. Die zwei können dabei gerade. Ich bin gerade am überlegen, ob sie doch schöner ist, wenn man das Kabel sieht. Weil eben, das Ding ist ja dazu, damit man halt alles sieht. Und dann das Kabel zu verstecken, macht halt nicht wirklich viel Sinn. Ja, verdammt. Hey. Hä? Oh. Ja gut, das ist natürlich auch noch interessant.
mein Zimmer. Hier sind doch irgendwelche Metadaten gesetzt. Sehr interessant. Naja, da sind wir da stören. Ja, hier ist der Filterjektor zum Beispiel. Das ist ja interessant. Gut, dann müssen wir doch einmal alles abbauen. Hat er schon mal gesagt, dass das World Edit nicht perfekt ist? So, hier. Achso, eine eben tiefer. Ah ja. Warum sind die ganzen Metadaten noch alle gesetzt? Das ist ja verrückt. Mal kurz. Machen wir mal anders. Sonst packe ich mich gerade nur dämlich. Bis dahin. Oh, das war ein zu weit. Egal. So. Jetzt müsste ich hier mal die ganzen Metadaten sehen, ne? Genau. Wenn ich das Ding jetzt aber abbaue und wieder hinsetze. So, dann sind die Metadaten weg. Okay, das heißt, ich muss auf der Ebene, wo die Anlage war, einmal alles abbauen. Das ist ja interessant. Das ist mir noch nie aufgefallen. So, dann haben wir einmal alle Metadaten hoffentlich entfernt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ja, sind alle Metadaten weg. Wow. Würde ich ja gar nicht wissen, wo es noch überall so ist. Das ist ja interessant. Ist das neu? Oder ist mir echt noch nie aufgefallen? Das ist ja nicht sehr geil. Das heißt, wenn du Fett machst, dann wirklich bloß die Node-Name geändert. Also dieses Swap-Block quasi gemacht. Aber nicht diese. Ja, die ganzen Metadaten dazu entfernt. Das ist ja krank. Das ist ja richtig krank. Das heißt, angenommen, ich baue hier eine Kiste hin, pack da was rein und sag dann, nee, in dem Moment, wo ich da Blöcke baue, wird es ja wieder überschrieben. Eben dich. Warte mal kurz. Müssen wir nochmal wiederholen. Angenommen, ich mache da jetzt. Whatever. So, und jetzt. Tatsächlich. Abgeschlossene Truhe, Eigentum Walker. Aber ich kann nicht drauf zugreifen. Ah. Und bei den Sachen konnte ich ja richtig, da unten konnte ich ja richtig drauf zugreifen.
Da kann ich ja richtig in die Menüs rein. Aber hier komme ich, kann ich jetzt nicht drauf zugreifen. Okay. Das ist ja hart interessant. Gut, man lernt nie aus. Wir wollten hier dicht machen einmal. Dankeschön. Dann machen wir das Kabel hier schön sichtbar. So. Oh, sollte reichen. 10 Kilo EU, das sollte reichen, auf jeden Fall. Ich glaube, die Dinger ziehen gerade mal 5, 2 oder 3000 pro Ding. Also easy. So. Schon, wir müssen nur noch dafür sorgen, dass die Anlage nur tags läuft, wenn das Ding über Solar betrieben wird, ne? Sonst schaut sich das über Nacht. Aber weil das doch kein großes Problem sein. Doppelkiste müsste das gut handeln können. So, Leute, klatschen wir hier unten noch ein paar Batterien rein. Wäre auch eine Option. Wenn man diese Batteriendinger hat. Wir brauchen MV. Dann werden die nur von unten verbunden, ne? Genau. Das heißt, wenn ich mir davon jetzt ein paar Stück gebe. Könnte ich die einfach hier mit verbinden? Oh, okay. Sie werden zwar optisch nur von unten verbunden, sind aber trotzdem verbunden. Das ist ja interessant. Jetzt können sie alle laden. Und dann über Nacht. Reicht aber bestimmt nicht aus, ne? Gut, dann kommst du mal weg. Stattdessen kommt da Batterien hin. Und dann kommst du nach da. Haben wir hier eine Powerwall. Easy. Okay. So, wo waren wir? Vier, die kommen nach da und da. Autocrafter. Fahr einmal da. Stackwise. Genau so. Und einmal hier für die Kiste. Apropos Kiste. Okay, dann brauchen wir. Nein, die brauchen wir nicht. Adjustable. Achso, die anderen haben wir ja weggeschmissen. Also in die Kiste und dann haben die Kiste gelöscht. So, dann haben wir eine 99. Wobei, die reichen mal weit nicht aus. Vakuum. Wo waren die Dinger? Accelerating, Sorting, da brauchen wir. Hier. Ach, so viel Vakuum, scheiße. Weg damit. Die machen mich gaga. In den Schädel. So, du. Genau, 5 Stück. Und. Eigentlich können wir sogar hier schon einen Abzweig machen. Wir brauchen ja gar keinen Abzweig. Wir können es direkt hier. Denke, die Anlage wird so effizient. Spaß. Ich meine, man könnte sie sogar sehr effizient bauen. Könnte man machen. Ah.
So, und zwar könnte man gucken. Ich meine, hier ist das schon sehr relativ optimiert, weil das, was hier rauskommt, direkt da reingehen kann. Und das, was da rauskommt, geht dann auch direkt hier rein. Nein. Genau, das müsste nämlich eigentlich in die Siebe gehen. Das heißt, das wäre besser. Egal. Wie gesagt, Effizienz spielt eigentlich keine Rolle, weil damit. Mit Effizienzsteigerung sorgst du nur dafür, dass die Sachen schneller verarbeitet werden. Also wenn jetzt hier ein Block rauskommt, der schneller am Ende auch rauskommt. Das ist für uns aber irrelevant. Für uns ist nur interessant, wie hoch die Bandbreite ist, nicht die Reaktionsgeschwindigkeit. Weil es ist ja immer ein Unterschied, ne? Geschwindigkeit kann ja beides bedeuten. Reaktionszeit und Durchsatz. Und der Durchsatz ist hier immer gleich. Der Durchsatz wird nämlich nur damit bestimmt, wie effizient die Geräte ausgelastet werden. Und ja, das hat nichts damit zu tun, wie die hier angeordnet sind. Von daher, das, was am Anfang reinkommt, kommt immer auch am Ende raus. Ob nun 5 Minuten später oder 10 Minuten später, ist völlig irrelevant. So, dann hier der Kreis geschlossen. Hier wird der Kreis auch geschlossen. Und hier können wir nämlich deswegen wirklich rausgehen, weil wir dann nämlich auch gleich hier hochgehen können. Deswegen ist das gar nicht mal so verkehrt. Wobei es schon scheiße aussieht. Ich mache es doch lieber hier hinten. So, das heißt, dann da kommt da nochmal das Ding rein. Hat sie mal was geschrieben? Ne, hat sie nicht. Ach, schon wieder raus. Da gibt man sich schon Mühe, seine Etikette zu wahren, soziale Interaktionen zu erwidern. Und dann so eine Scheiße. Leck doch alle am Arsch. So, wir brauchen jetzt Strom haben wir. Genau, Power müssen wir schon anlegen, ne? Genau, Ofen ist bereit, der Maschine ist bereit. Das heißt, wir könnten den da jetzt sogar schon anfangen einzurichten. Alles, was wir noch brauchen, ist Mesekorn. Die ganze Mesekorn-Kacke. Wir sind schon wieder so unübersichtlich hier. So, Mesekon. Da brauchen wir auf jeden Fall Blinky Plant. Gehen wir mal davon einfach einen Arsch voll. Denn ich möchte das Ding hier über eine separate machen. Weil ich will das Ding nämlich wirklich, wenn mir die Anlage doch zu viel rausspuckt, das Ding hier standalone ein bisschen runtertakten können. So. So kommt das I her. Da habe ich doch gar nicht bestellt. So, dann mal hier noch schön Podest. Danke. So, brauchen wir noch mal so ein Werkzeug. Danke. Du gehst erstmal. Am Anfang sagen wir einfach mal. Also, ich sehe das vielleicht erstmal hier. Alles außer Schwarz. Alles außer Schwarz. Alles außer Schwarz. Alles außer Schwarz. So. Und hier, alles außer Wall. Ich finde es immer blöd, dass die Dinger immer noch so irgendwie rumflackern, wenn du die umstellst. Da weiß ich aber gar nicht, hat das jetzt übernommen oder nicht? Oder wäre da wieder was? Völlig irritierend. Ich meine, ich weiß, woher es kommt, ne? Weil es ist, wenn du es hier umstellst, wird sofort die Animation abgespielt für umgestellt. Dann geht es aber erst zum Server und der Server sagt, hä, Junge, das ist aber noch die alte Animation, die alte Grafik. Also sagt er dann, okay, mach wieder die alte Grafik. Und dann sagt der Server aber, ah, stimmt, du hast gerade umgestellt. Ja, dann machen wir doch die neue Grafik. Und dann hast du dann wieder die neue Grafik. Deswegen flackert es immer erstmal so ein bisschen hin und her. Und deswegen wäre halt einfach die Idee, dass wenn du halt wirklich hier diese Zwischenanimation machen möchtest, dass du dann entweder dieses Bild so lange drinne lässt, also ja, etwas länger drinne lässt, bis der Server dann sagt, okay, umgeändert. Oder dass du das komplett rauslässt und einfach so machst und der Server, ich meine, da hast du nicht sofort ein Feedback. Aber das ist nicht hässlich geflacker. Also ganz komisch. Ganz, ganz komisch. So, ich sage aber alles richtig, ne?
Das heißt, wir könnten jetzt sogar schon die Maschine einschalten. Dann müsste alles in der Kiste da einfach landen. Das heißt, du kommst rein. Erstmal auf Null. Easy. So, dann müsste einfach alles hier in der Kiste landen. Machst eine schöne große Runde. So, das. Achso, halt, ich muss noch sagen, alles macht blau. Danke. Schnauze. Der geht mir schon auf den Sack. So. Jetzt kommt das Entscheidende. Wir haben einmal das. Kommt nach Rot. Dann müsste jetzt hier direkt das Gesiebte rauskommen. Das Geschliffene. Das Geschliffene kommt hier nach Rot. Und hier nach Rot. Genau so. Na, sieht kacke aus. Wo packen wir die Blume hin? Ich würde schon fast sagen, wir lassen ja vorhin in der Luft schwimmen. Weil ich schon hässlich aussieht. Ach komm, leg mich. So, das kommt nach da, das nach da. Dann würde ich sagen, so, ja, so kann man es machen. Ja, so lassen wir's. Okay. Genau, jetzt sieben die hier schon. Fleißig vor sich hin. Das brauchen wir einmal. Dankeschön. Und das kommt nämlich hier nach Rot. Und du, mein kleiner haariger Freund. Machst daraus wunderschönes Dings. Ja, kommt schon der zweite. Stell, ich brauch mehr. Gib mir mehr. Ich will mehr. Ihr Schweine, habt Kenny getötet. Meine Stimme ist heute aber auch echt am Arsch. Los, noch einer. Ja. Haha. King. So, und der gönnt mich jetzt hier rein. Bam. Und wird dann hier wieder zu einem normalen Cobblestone. Das heißt, die müssten alle konfiguriert sein. Die sind schon alle konfiguriert. Jetzt fehlt bloß noch das hier. Denn hier muss jetzt Folgendes rein. Oh, ich hab gar kein Schildquervelt mehr. Na, verdammt. Seht ihr da hinten drinne? Ist doch kacke. Kann ich hier so austricksen? Ja. Ah, doch. Haha. Ausgeätscht. Ne. So, das heißt. Achso, kann eigentlich dranbleiben. Und du. Wo sind wir jetzt da? Voila. Jawohl. Wollen wir nicht aufpassen, die ganzen Rohstoffe gehen jetzt schon in die Richtung.
So. Und die Rohstoffe wiederum, die gehen jetzt auf eine lange, lange, weite Reise. Und da kommt nämlich jetzt das Herzstück der Anlage. So, das ist die Frage, wie baut das das da oben? Zuallererst. Ja, das war klar. So. So, damit haben wir hier in der Mitte schon mal ein T-Stück. Das T-Stück, ne? Das heißt, alles, was hier ankommt, geht zur Hälfte nach da und zur Hälfte nach da. Dieses T-Stück haben wir hier damit jetzt auch nochmal. Ne, alles, was hier zur ankommt, geht zur Hälfte nach da, dann zur Hälfte nach da, dann zum Viertel nach da, zum Viertel nach da, zum Viertel nach da und zum Viertel nach da. So ist die Logik. So, und das Ding kommt hier auf die Ebene. Das ist natürlich blöd, dass wir immer eine gerade Zahl haben. Ist also nie mittig. Scheißen Dreck. So. Ja, wir hätten das Ding wirklich noch eine Etage nach oben machen können. Egal. Eigentlich sogar zwei Etagen nach oben machen können. Aber egal. Hey, ich wollte da drunter. Ach, so, beziehungsweise, nee. Dö. Doch. Warum habe ich nicht überall mit geraden Zahlen? Da geht es nirgendwo in der Mitte. Ist doch ein Scheiße. So. Lecco mio. Da kann das hängt eigentlich wieder ab. Und der kann eigentlich direkt nach oben. Dann kommt grün an und rot aus. Voilà. Jetzt müssen die sich überall gleichmäßig verteilen. Jetzt brauchen wir nur noch bei den Dingern überall von dir eine Blinky Plant hinpacken. Problem ist natürlich, dadurch, dass jetzt alles gläsernd ist, wird man die Blinky Plant überall sehen, egal wo wir die hinklatschen. So, ich würde gerne am Anfang hatte das mir nicht. Oh, also. Ich mache das mal doch hier nach hier oben. Ist mir hier unten einfach zu eng. Yeah, jetzt geht er von schönes Rondell. Hä? Hä? Die geht immer geradeaus. Warum geht das Ding immer geradeaus? Problematik. Hä, bist du doch. Was macht der Nächste? Was? Ich brauche mehr Rohstoffe, Leute. Gib mir mehr Rohstoffe. Ah ja, der sieht schon interessanter aus. Ja, der sieht schon eher. Ja. Ja, okay. Macht also doch alles richtig. Okay. So, und jetzt das nächste, wenn ich diese Rohre abbaue. Während er sich da unten befindet. Okay, ist auch schon weg. Egal. Auf jeden Fall, wenn ich unten lang gehen würde und ich dann die Rohre abbaue, würde er automatisch nach oben gehen. So. Was ich jetzt auf jeden Fall nochmal machen würde, ist mir hier erstmal ganz kurz anhalten. Jetzt geht den Ding einfach in der Loop. Easy. Sollen sie machen. Interessiert mich nicht. Ich würde mich jetzt gerne wissen. Ja, es ist überall irgendwelche Random Stuff drin, ne? Auch sehr geil. Und es musste überall aber was sein, ne? Überall müsste was sein. Oh Leute, es funktioniert. Guckt euch diese Scheiße an.
Oh, es ist so geil. Ah, es funktioniert. Gut. Weiter in der nächsten Folge.